Heute hat zum ersten Mal seit langem wieder eine Veranstaltung stattgefunden, bei der Stadträtinnen und Stadträte, aber auch viele Vertreter des Freundeskreises des Maximum hier im K1 zu Gast waren. Anlass war eine Soiree anlässlich der Heide-Stolz-Ausstellung und muss wirklich sagen, eine grandiose Ausstellung, die ich Ihnen allen nur ans Herz legen kann. Ja, umso länger ich mich mit den Fotografien von Heide Stolz beschäftige, umso verblüffter und überraschter bin ich eigentlich, wie wegweisend und innovativ ihre Arbeiten in den 60er Jahren schon waren. Wenn man die Fotos aus unserer heutigen Warte anschaut, mit dem Blick des 21. Jahrhunderts, dann übersieht man vielleicht, dass sie Dinge da gemacht hat und ins Bild gesetzt hat, die in den 60er Jahren noch völlig ungewöhnlich waren. Zum Beispiel inszenierte Fotografie war damals in der künstlerischen Fotografie oder in der Kunst unbekannt. Also Fotografie war ein dokumentarisches Medium oder man hat es für Reportage genutzt. Aber diese Art und Weise, Fotografie zu inszenieren, ist eigentlich aufsehenerregend für die 1960er Jahre. Die Ausstellung von Heide Stolz, Grandiose Aussichten, passt sehr gut zum K1. Es gibt verschiedene Parallelen. Zum einen sind die Bilder von Heide Stolz sehr inszeniert und von daher haben wir hier einfach auch die Nähe zum Theater als Veranstaltungsform hier im K1. Heide Stolz hat aber auch die Verbindung zu Tronreuth. Sie hat eben auch die Wurzeln in der deutschen Kriegsgeschichte und auch Tronreuth hat ja auch einen entsprechenden historischen Hintergrund. Es freut mich sehr, dass wir auch auf der musikalischen Seite heute die Unterstützung hatten von Kais Alsaman, der 2016 nach Deutschland kam, aus Syrien geflüchtet ist und somit auch wiederum den Bogen spannt zu dem Kriegsgeschehen und zur Kunst, die es schaffen kann, ein solches Traumata zu bearbeiten. Tell me why I do what I want and I don't stop. Yeah, I got everything.